Ja moin! Ich bin gerade dabei, zum ersten Mal GTA 5 durchzuspielen und zwar auf die dümmste Art, die man sich ausdenken kann. Mein Twitch-Chat stimmt nämlich alle 30 Sekunden für einen Effekt ab, der dann im Spiel passiert. Und weil das alleine noch viel zu einfach wäre, haben wir immer 4 Effekte gleichzeitig aktiv. Wie das dann ungefähr aussieht, seht ihr hier. So sieht mein Game aus, wenn ich auf meinem Laptop Fortnite zocke. Mein Beileid. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit meinem mentalen Zerfall. Jetzt zum Beispiel wurde Oil Trails ausgewählt. Heißt, ich verliere eine Ölspur. Jetzt hat's alle Autos in der Nähe zerrissen. Helikopter, Homies. Ja, nice. Guck mal. Ihr habt mir einen Helikopter gespawnt. Teleporter Waypoint. Ey, geil. Leute. Ey, wenn ihr sowieso unterstützt, ne? Das ist heute überhaupt kein Problem. Dann machen wir heute 10 Missionen. I don't think so. Wollen wir nicht heute mal versuchen, zusammenzuarbeiten und einfach hier zu versuchen, dass ihr mir helft, dass wir die Missionen abschließen? Ich sage nein. Leute, was hatten wir ausgemacht mit, ihr helft mir? Leute, was haben wir ausgemacht? Ja, nee. Eins aus Zusammenarbeit. Ja, Hammer, oder? Wieso sind hier Clowns? Ich glaube, ihr macht das in jedem Auto, Clowns drin sind, aber die fallen hier einfach alle instant raus aus dem Auto. Alter, ich kann das Auto nicht gerade halten, weil die ganze Zeit Clowns rausfliegen und das auf irgendeine Seite schubsen. GTA hat ganz komische Physik, dass wenn du auf den Reifen landest, ungefähr alles überleben kannst. Zack, kein Schaden bekommen. Jawohl. Alright, jetzt ab nach Los Santos. Schau mal, es wäre nichts gewesen. Sag mal, wo habe ich jetzt eigentlich die Sterne her? Ich war legit im Himmel. Okay, ich weiß, wie wir die Cops abhängen. Guck mal, das könnt ihr öfter machen. Flying Cars ist nice. Ich kann keine Haftbomben anbringen, weil ich nur Kuchen habe. Der kann keine Haftbomben werfen, weil er Kuchen in der Hand hat. Muss ich jetzt warten, bis das Happy Birthday vorbei ist? Guck mal, das wäre jetzt unsere Chance. Alle Gegner sind weg. Es ist kein Gegner mehr da. Aber nee, ihr habt irgendwelche solche Kamikaze-Boys hinter mich gestellt, wo jetzt überhaupt nichts mehr geht. Wardl, kannst du bitte deine scheiß Fresse halten? Ich versuche hier zu arbeiten. Für die, die es nicht wissen, Wardl ist ein NPC, der ungefähr bei jeder Mission dabei ist. Und das Problem bei Missionen mit NPCs ist, sollte der NPC sterben oder wir bewegen uns zu weit von dem NPC weg, ist die Mission instant vorbei. Jetzt ganz schnell auf die Seite laufen, auf die Seite laufen, auf die Seite laufen und hochjagen. Gilt, oder? Mission geschafft. Kehre zu Wardl zurück. Hammer Time. Nee, nicht Hammer Time. Begib dich nach Los Santos. Alter, unser fucking Auto ist nicht da. Ich hab gar keine Guns. Ich kann meine Waffe nicht wechseln. Was ist mit dir los? Jetzt gibt's gleich Paar aufs Maul. Ja, was will denn er jetzt? Mit seinem scheiß Hammer in der Hand. Ach, weil ich den fucking... Wegen Hammer Time kann ich nur mit Hammer kämpfen. Oh. Jetzt muss ich First Person spielen mit diesem fetten Kuchen in der Hand. Hey, ich mag dich, Hauiger. Mach dir Pistö. Sideways Gravity. Ich halte mal die Bremse gedrückt. Vielleicht können wir irgendwo hängen bleiben. Ich kann ja leider auch die Kameraperspektive nicht ändern. Wardl wurde im Stich gelassen, weil ich mich auf den Rücksitz gesetzt habe, oder was? Alter, Wardl ist auch so inkompetent. We need a car, maybe. Ja, ich sehe aber kein Auto. Wie soll ich denn eins mitnehmen, wenn ich keins finde? Ist insgesamt ein bisschen schwierig, irgendwas zu sehen. Vielleicht muss ich mal auf ein anderes Kästchen schauen. Vielleicht finde ich dann was. Ich muss 88 km/h fahren. Scheiße. Okay, wir haben es. Wir haben's. Oh, nee, das wird nichts mehr. Oh! Hot Traffic. Aber explodiert gleich das Auto? Ja, jetzt bin ich natürlich ein bisschen scheiße gefahren. Geht das Auto noch? Nee. Wardl, raus hier. Wardl, auf geht's. Kann der hier hochklettern? Der Wardl, oder ist der da zu dumm dafür? Geh zurück zu Wardl. Ich freue mich schon wieder auf die ganzen Kommentare. Den spricht man gar nicht Wardl aus. Das ist American und man spricht das Wade. So, ach wirklich? Ich dachte, der heißt Wardl. Weil du dumm bist. Moin, kann ich dein Auto? Wardl, einsteigen. Was ist denn das? Ihr habt doch überhaupt keinen Effekt ausgewählt, der das hier gerade machen soll. Ach, ich bin in einem random Vehicle, sieht, deswegen kann ich nicht mehr steuern. Ich sitze auf der fucking Rückbank. Geh mal hier wieder auf den Fahrersitz. Scheiße. Leute, ich habe da gerade gar keine Zeit dafür. Ich werde gerade von der Polizei verfolgt. So, Moment, wir haben es gleich. So, gehackt. Abfahrt. Wir können weiterspielen. Easiest game of my fucking life. Absolut kein Thema. Ja, das hätte ich jetzt vielleicht ein bisschen gebraucht, weil ich die Map halt echt nicht so gut kenne. Aber wir schaffen es auch ohne. Alter, wieso kommt hier Polizei vom Berg? Darf ich hier drin sein? Nein, ich habe 4 Sterne. Scheiße. Help. Hier, Wardl, komm ab in Hubschrauber. Ja, steig doch ein. Alter. Du sollst da jetzt nicht hochklettern. Du sollst da bitte einsteigen. Auf geht's. Oh, alright, wir fahren nochmal. Ich kann nicht fahren. Wieso kann ich nicht fahren? Vehicles have no gravity. Alles klar. Wardl ist rausgefallen und ich komme nicht raus. Ich kann nicht aussteigen. Alter, Griefer Jesus, bitte. Wirklich, Griefer Jesus ist so unnötig extrem. So, da überlebt man seit keine Sekunde mit dem. Kannst du dich mal despawnen? Weil das ist ein richtiger Teleport. Nee, ist ein Fake-Teleport, scheiße. Griefer Jesus. Ah! Griefer Jesus, kannst du dich jetzt bitte mal verpissen? Kann ich den überhaupt töten? Wahrscheinlich nicht, oder? Ich meine, das ist fucking Jesus. Alter. Ich will nicht mehr. Okay, Vehicles of No Gravity ist weg. Wir können vielleicht wieder losfahren. Vielleicht. Mal schauen. So that was a fucking lie. Wir fahren jetzt mal eine andere Route, ne? Ich kann die andere nicht mehr sehen. Fake Crash? Doch, Fake Crash.
Oh, Leute, Alter, macht mir nicht so eine Angst mit fucking Fake Crash. Können wir bitte Fake Crash einfach rausnehmen? Das macht mir so Angst, wirklich. Alles ist besser als Fake Crash. Das ist mit Abstand der schlimmste Effekt. Ich will nicht nochmal Wohnwagen sprengen müssen. What? Bouncy Vehicles. Aber wir bouncen aber in die falsche Richtung. Wenn ich mich jetzt so ausrichte, fliege ich physikalisch richtig oder in die Richtung, in die mein Auto guckt? Alter, nee, jetzt nicht First Person. Wie soll ich so mein Auto ausrichten? Ich sehe so absolut gar nichts. Ah, da ist mein Auto. Ich habe mein Auto gefunden. Das ist praktisch beim Autofahren, wenn man sein Auto findet. Was detonate current vehicle? Raus hier. Wadl, schnell raus. Okay, Wadl lebt noch. Wadl hat's geschafft. Wir gehen zu Fuß weiter. So, niemand kann uns hier irgendwas. Meteor-Schauer. Können wir schaffen, ne? Chance ist nicht so hoch, dass die uns treffen. Ich habe die Spawn auch eher hinter mir, ne? Wenn ich hier die ganze Zeit am Fahren bin. Ganz schlechter Zeitpunkt für eine Leitplanke. Ganz schlechter Zeitpunkt. Okay, wir gehen wieder runter in den Fluss. Ah, guck mal. Polizei hat mich nicht gesehen. Die Leitplanke hat mich gerettet. Meine Reifen sind geplatzt. Okay. Wadl, was hast du dabei? Ey, wir sind Straßenschildgang. Ja, I'm not your Santos. Blue Sultan. Wer ist Blue Sultan? Wer ist Blue Sultan? Warum haust du mich um? Was soll denn die Scheiße? Wo ist denn Wadl? Wadl, auf geht's. Low Render Distance. Okay, kriegen wir hin, kriegen wir hin. Ah, kriegen wir nicht hin. Low Render Distance ist eigentlich auch quasi gar keine Render Distance. So, wieso ist unter mir ein Abgrund? Sind meine Füße so weit vom Boden weg, dass der nicht mehr gerendert wird, oder was? Wo bin ich denn schon wieder? Funktioniert doch, ja, funktioniert spitzenmäßig. Ja, Vehicles explode on impact. Ah, okay, ich darf gar nichts mehr berühren. Guck mal, vielleicht hilft mir das mal ein bisschen zu lernen, vorsichtiger zu fahren in dem Game. Wenn ich einfach bei jeder Berührung instant sterbe. Guck mal, wir fahren jetzt ganz vorsichtig. Ich habe gesagt, wir fahren vorsichtig, um nichts zu berühren. Ne, Gravity Field hilft da jetzt nicht unbedingt. Kommst du da bitte raus? Jetzt wird er wieder eingesaugt, der wird komplett eingegraben. Der kann da überhaupt nicht mehr raus. Ja, das war's mit dem Trevor. Get roasted. Es ist Lamar da, um mich zu beleidigen, oder was? Hier mache ich Beine, du Hurensohn. Yes, Haircut. Will jetzt Lamar mitfahren? Lamar, verpiss dich. Für den habe ich ja gar keine Zeit. Ich meine, Zeit habe ich genug bei 0,2 Gamespeed. Alle Missionen werden so viel einfacher, wenn halt einfach Wadl nicht dabei wäre. So, der macht halt nicht mal irgendwas Sinnvolles bei den Missionen. Der ist einfach nur dabei und die Mission ist jedes Mal vorbei, wenn er irgendwie alleine gelassen wird. In der GTA-Story, was hat Wadl contributed zu irgendwas? Also hat der irgendeinen Sinn in der Story? Everyone is invincible. Geil. Okay, wir können nicht sterben. Wir haben 2 Minuten Unverwundbarkeit. Ja, okay. Hier, das sieht doch sowieso viel schneller aus. So, hier Glatzkopf. Hier Andrew Tate, machen wir einen Abgang. Ich brauche sowieso keinen Mensch auf dieser Welt. Allein, dass ich keine Autos vernünftig klauen kann, weil die mich ja wieder rausziehen, bevor der Wadl eingestiegen ist, weil der Wadl einfach so unfassbar langsam ist. Spawn Cargo Plane. So, wir hauen den jetzt einfach weg. Okay, so viel dazu. Ja, klappt ja spitzenmäßig. Was ist das denn jetzt hat? Was soll das? Ich habe keinen Bock mehr. Ja, wie Rocketman. Ich muss zu Wadl zurück. Der wartet da unten auf mich. Für was habe ich denn jetzt eigentlich schon wieder einen Stern? Ich wurde hochgejagt. Dafür habe ich jetzt einen Stern bekommen, oder was? Ja. Time to hit the road, Wadey. Alter, nee. Nee, Leute, keine 3. Mach mal alle die 2. Komm. Die 3 macht einfach nur alles kaputt. Die 3 ist nicht mehr funny. Die 3 macht einfach nur alles kaputt. Du machst keine 3, oder? Das ist so gut. Das ist überhaupt nicht gut. Wo ist denn die 3 jetzt gut gewesen? Da war nicht mal ein lustiger Effekt. Wir verkacken es einfach bloß. Autopilot. Aber der fährt nicht zum Wegpunkt. Meine Engine ist kaputt. Ich glaube, ich lenke gerade ein bisschen Richtung Wegpunkt. Und dann können wir da drüben wieder runterfallen. Es könnte klappen. Habe ich Vorwärts-Motion? Ja, guck mal. Laubenradar bewege ich mich ein bisschen vorwärts. Oh, Meteorregen. Da darf uns jetzt bitte einmal keiner treffen. Oh, wir kommen wieder runter. Pam. Guck mal, kein Schaden genommen. Perfekt. Telefon. Geht da endlich mal jemand dran? Alter, Wadl hängt da unten fest. Wadl kommt uns schon wieder nicht hinterher. Ich hab nicht mal ein Radar. Wie soll ich dich finden, Kollege? Wo bist du? Telefon, was da bist. Wir sind da. Komm, bitte lauf hin, lauf hin, lauf hin, lauf hin. Ja, random prop ist okay. Oh, bitte hat jetzt hier gezwischenspeichert. Hier können wir ganz kurz die Cops abhängen, oder? Ja, hier, komm. Okay, könnt ihr ganz kurz was machen, wo ich nicht sterbe, damit ich warten kann, bis dass die Cops weg sind? Das wäre echt super. No. Ja, das ist jetzt ein bisschen die falsche Richtung. Hängen die Bullen ab. Ja, ich glaube, das kriege ich hin. Also, wenn ihr mir da hinterherkommt, dann Respekt an die Bullen. Ich drücke übrigens die ganze Zeit die Bremse, ne? In der Hoffnung, dass wir hier irgendwie mal stehen bleiben. Ist das Auto noch nutzbar? Ich glaube, das Auto ist nicht mehr nutzbar. Alter, guckt euch das Ding an. Das rollt nur noch. So, Wadl, wie sieht's bei dir aus? Bist du bereit? Können wir weitergehen? Mich legst du ja gleich wieder auf die Fresse. I'm sorry. Ey, nee, nicht einschlafen. Polizei kommt. Telefon. Telefon klingelt. Random Gravity ist vorbei. Dafür haben wir jetzt Gravity Field. Aber es sieht aus, als könnten wir landen. Alter, nee, wo kommt das andere Auto her? Spielt hier noch irgendein NPC-Chaos-Mod? Wo kommt das Auto her? Jetzt ziehe ich das Auto an, das auf mir drauf ist.
Okay, dann hängen wir halt hier unten fest. Alter, nee, da kommt irgendein Flugzeug. Alter, au! Er versucht halt panisch da irgendwie rauszukriegen, aber alles zieht sich ihm hinterher. Oh nein, der Arme. Kehre zurück zu Wadl. Wadl, kannst du dich vielleicht ein bisschen selber anstrengen? Ist gerade für mich alles ein bisschen schwierig. Hey, Wadl ist wieder da. Moin. Moin. Ich bin schon happy, wenn Trevor einfach stirbt. Einfach nur, damit es einmal nicht Wadl war. Alter, nee. Vehicle Rain mit Vehicles Explode on Impact. Alter. Was soll ich dagegen tun? Die kommen hier einfach runter. Wadl, auf geht's. Wadl, ich kann nicht fahren. Stop and stare. Ich klotze einfach eine Runde. Jetzt kommt der Typ und zieht mich hier gleich raus. Kannst du bitte losfahren? Der kann nur das Lenkrad drehen. Wadl, du musst einsteigen. Hier, ist der Truck im Weg? Warte, du musst einsteigen, Alter. Wo hängst du denn jetzt wieder fest? So, jetzt habe ich einen Stern bekommen. Alter, Wadl will nicht mehr einsteigen, ne? Wadl, wie sieht's aus? Wadl bewegt sich keinen Meter. Alter, du dummes Stück Scheiße, ne? Ich sehe es schon auf der Minimap. Jetzt muss ich es einfach nur schaffen. Am besten niemanden umfahren. Nicht, dass ich jetzt Sterne bekomme. Ein bisschen schwierig, was zu sehen hier mit Tiny Vehicles und Blurry Vision. Aber kriegen wir hin, kriegen wir hin. Guck mal, da ist es gleich. Wir sind gleich da. Hier ist es. Okay, okay, okay. Hier ist es. Nein, nee. Wir stehen vor der Haustür. Wir stehen vor der scheiß Haustür. Jetzt sind wir wieder ganz hier oben. Alter. Ich krieg's kotzen. Tiny Vehicles funktioniert auch ungefähr überhaupt nicht, ne? Der breiteste Trevor. Der Wadl checkt das mit diesen Tiny Vehicles auch überhaupt nicht. Alter, was? Ich weiß nicht, ob wir da trotzdem hingezogen werden, sobald wir halt irgendwie in der Luft fliegen. Ja, also sobald wir ein bisschen Bogenkontakt verlieren, sind wir weg. Oh, nee, 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 jetzt nicht wackeln, nicht wackeln. Oh, Invert Gravity, boah, nee. Ja, ich sehe nur eins im Chat, okay. Ich muss eigentlich gar nicht losfahren. Und alles ist gelb, weil wir in Mexiko sind. It's racist. Jetzt nicht planschen gehen. Kehre zurück zu Wadl. Alter, du sollst aus dem fremden Garten rausgehen. Ist das zu viel verlangt? Junge, als ob er nicht mehr das schafft. Hä? Ja, One-Hit-K.O., aber mich hat doch überhaupt nichts getroffen. Habt ihr bitte wieder Fake-Crash ausgewählt? Ich sehe halt nicht immer, was ihr... Oh, ich sehe immer nicht, was oben zur Auswahl steht, ne? Ich kann da auch nicht die ganze Zeit drauf achten. Alter, hört bitte auf mit Fake-Crash. Wirklich, ich kriege so eine Angst. Ich denke halt, dass wieder alles weg ist, was wir erreicht haben. Das ist so ein Psychoterror für mich, das glaubt ihr gar nicht. Oh, wir haben es geschafft. Aber wir hätten noch ein Stückchen weiter reinfahren müssen vorher. Der hat auch keinen Bock auf Wade. Erstmal alle rausschmeißen aus der Wohnung von dem Typen, ne? Der Einzige, der nicht mit denen verwandt ist. Schmeißt alle aus der Familie raus. Oh, ist er gespeichert. Alter, was geht der Screensaver so ab, Junge? Also alle mit Epilepsiewarnung vielleicht kurz wegschauen. Kommt vielleicht ein bisschen spät, wa? Wo bin ich jetzt? Teleport to Random Mission. Jetzt mache ich irgendeine Nebenmission. Ich bin schon überfordert, die Hauptmission zu machen. Hey, 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 hey. Stopp, 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 stopp. Ich kann den nicht abknallen, aber der greift mich an, wenn ihr das ausgewählt habt. Wie soll ich ihm denn folgen, wenn der mir hinterherläuft, um mir auf die Schnauze zu hauen? Hey, hey, das ist zu viel Nacktheit. Zensieren? Nein, mein Arm ist nicht lang genug. Ich kann es nicht zensieren. Jesus takes the wheel. Alles klar, Jesus, ich muss zur Mission. Alter, nee, jetzt kommen die Credits. Und wenn dir das Ganze gefallen hat, hier ist eine Playlist, wo ich noch viel mehr Bullshit in Videospielen mache. Oder du kannst auch hier abonnieren oder meinen Zweitkanal. Das ist ja alles irgendwo eingeblendet. Keine Ahnung.